Himmels Haulen! Säbel! Himmels Haulen! Ich habe mir oft die Frage gestellt, in welcher Funktion bin ich hier am Brenner? Denn als Pfarrer mit einer Gemeinde, da finde ich mich nicht, weil ich keine Gemeinde habe. Vor 200 Jahren war es wohl, da schwor der Wolfenwirt vom Brennerpass, halb unter einer Lawine begraben, zu seinem Herrgott, er werde, natürlich nur, wenn er gerettet würde, eine Kapelle stiften mit einem Gottessohn darin. Die Apostel des Fortschritts haben eine Autobahn ins Tal gepresst. Die Kapelle aber einfach den Berg hinauf versetzt. Und seither sollen dem Gekreuzigten da drin die Haare wachsen. Die Leute von Brenner und ihr Pfarrer Don Hugo. Vor 4 Jahren versetzten ihn seine Kirchenoberin plötzlich hierher. Gehorsam zog er an den Pass und predigt gegen die Erfrierungen der Seelen an der Grenze zwischen Österreich und Italien an. Die ewig alte Tour über die Alpen. Du erinnerst dich der alten Römer und Hannibals Elefanten auf der Gegenfahrbahn. Und Goethe und Heine auf Bildungsreise ins Land, wo die Zitronen blühen. Heute schieben sich täglich mehr als 30.000 Autos hier durch, mit dem Hunger nach dem sonnigen Süden im Gepäck. Io più grande di questo cerchio che è qua sopra. Quattro vuol dire la pienezza. E noi abbiamo ampliato la pienezza. Wir wollen jetzt durch diesen großen Kreis, den wir mit diesen Lichtern bilden, der Welt verkünden, dass der Herr nahe ist. Wie schön wäre es, wenn der Brenner wie ein wunderbarer Kreis wäre. Aber der Brenner sieht eher wie ein gebrochenes Rad aus. Wie etwas Durchlöchertes. Die Autobahn fährt durch, die Züge. Es sind Millionen von Autos und über Millionen von Menschen, die hin und her fahren. Und die Leute hier am Brenner müssen das auf sich nehmen, was da vorgeht. Das erste Buongiorno an der Grenze und Karabiniere mit stolz geschwellter Brust. Schon hier scheint der Geruch italienischer zu sein und die Händler bauen die Läden nach draußen. Hier lebt man von der Grenze und vom Verkaufen. Aber vielleicht werden die da bald alle arbeitslos sein. La cottura circa 8 minuti e poi, non so, ci metti un pochettino di burro fuso e parmigiano sopra, no? Oh.
Das Erste, was mir gefällt, ist meine Arbeit. Und das Zweite sind die Leute, die Brennerleute und auch die Kunden, was hier kommen, von Österreich und von Deutschland. Mein Mann möchte weg vom Brenner, aber ich möchte nicht weg. Weil er ist in Pension gegangen, er war Carabinieri Maresciallo hier am Brenner, nicht? Und er hat die Wohnung in Modena. Aber ich möchte nicht weg. Ich bin von hier und meine Kinder sind hier geboren und möchten da bleiben. Im Brenner. Mit meinem Mann diskutiere ich schon lange, aber ich habe ihm gesagt, wenn er will gehen, er kann gehen, ich bleib da. Egal, wann du an den Brenner kommst, der Eskimo-Markt in den Alpen lockt mit Schnäppchen, auch am Heiligen Sonntag. Und aus Innsbruck und Rosenheim strömen sie in Bussen zum Pass. Acrylpullover, Kunstlederjacken, Chianti und Mortadella, peinliche T-Shirts und Socken im Dreierpack. Geld ist hier das erste Lebensmittel. Das Geschäft hängt am Wechselkurs. Geht's der Lira schlecht, klingelt's in den Kassen der italienischen Händler hier. 20% Rabatt. Machen extra brüderlicher Preis, kirchlicher Preis, Sozialpreis. Steht die Lira wieder besser, sind Schokolade und Bananen im feuchtkalten Innsbruck für Italiener erst richtig käuflich. Sie haben gut im Eldorado der Alpen verdient, aber bald droht das aus. Da Österreich jetzt Europa beigetreten ist, versiegt die Goldmine am Pass. Der Don Camillo vom Brenner, Seelsorger und Sozialarbeiter, Kulturstifter und Missionar soll er zugleich hier sein. Er ist ein guter Bursch, sagen die Leute. Aber wer braucht ihn und seine Ideen hier schon zwischen Geld und Geschäft? Wir wieder mit den Laster bringen alles weg und gleich geht's wieder weiter. Und eisig gleich wieder nicht. Eisig. Schon einmal zu fahren und zu schöpfen. Ein Brüssel und ein Palana. Mein Vater kommt von Calabria. 50 Jahre mein Vater. Danke. Ich bin hier geboren. Mein Vater ist ein Brenner mit einer kleinen Weile, mit Wurst gestanden. Weiter und zurück verkaufen Wursten von Touristen. Jetzt ist meine Frau, arbeitet hier. Und jetzt wird sie Millionär hier? Ja. 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 We've been married for 12 years and we've got 2 children and now I'm working. In Brenner, and make lots of money on the Brenner Pass, and then I can go home and have a bar, open a bar in London. So? Machen extra brüderliche Preis, kirchliche Preis, Sozialpreis, Strohhütte, meine Güte, schöne Strohhütte. Questa è la presentazione della moda del Mode Charlie del Brennero. Tendenza moda è lungo. Molto stretto. Che fascia? Tendenza moda nero. Nero, bianco e colore, tanto colore. Brennan ist der beste Platz, ist so international. Hier kommen so viele Leute vorbei und auch fixe Kunden, die uns lieben, weil wir sie einfach ganz anders anziehen wie in einem anderen Ort. Brenner ist ein italienischer Ort. Viel mehr Straßen, Bozen oder Umgebung. Brenner ist noch Italien. Der Großvater hat hier ein Kiosk vor vielen Jahren geöffnet. Hier war das Geschäft hier, dieser Kiosk, und das ist umgebaut worden. Das war Lebensmittel, dann Bar und Geschäft. Brenner hat eine fantastische Energie. Wenn wir nicht hier wären, wären wir in New York oder in Paris oder in Mailand. Yo, ho, ho, ey, yo.
mangiare al Brennero, all'albergo Posta o all'albergo Olimpia, avanti 50 metri da questa parte della strada, verso la stazione. Heute war die Kirche endlich mal voll. Zur Kirchweih bevölkern die Bergbauern von drüben aus Nordtirol Don Hugos Gemeinde. Früher gab es noch echte Bauern im Brenner selbst, aber die letzten hat er in den 70ern die neue Autobahn vertrieben. Und auch der Larcher Alfred von jenseits der Grenze wird im nächsten Winter seinen Hof aufgeben. Der Strixner Josef vermietet schon lange Pferdeschlitten. Für ein paar Stunden kann sich der Brenner Pfarrer vorstellen, in einem richtigen Dorf zu sein. Mortadella, saure Kutteln, Strangula Preti oder Mitgebrachtes. Tirolerisch oder italienisch, hier läuft's quer und spielt keine Rolle. Den Kellner Gianni hat's von unten aus Vicenza hierher verschlagen. Er sagt zwar, heute sei tutto finito, die goldenen Zeiten seien längst vorbei. Aber jetzt noch woanders hinzugehen, fällt ihm schwer. Nur Herr Herrera, der Carabinieri-Chef, ist noch frisch. Erst gut 2 Jahre genießt er die Spezialbehandlung im Grenzkaff. Mascotto Giuseppe, maschio, nato 21.027. Auf 1,5 Zivile kommt am Brenner ein Mann in Uniform. Da suchen sie hauptsächlich Menschen, Illegale ohne Einreiseerlaubnis. Im hier aufgespannten Fahndungsnetz sollen sich die in Europa herumgeschobenen Asylanten fangen. Und der Einsatz der Polizei ist ein voller Erfolg. 22 illegale Grenzgänger konnten entdeckt und nach Österreich abgeschoben werden. Für mich ist der Brenner etwas ganz Außergewöhnliches, denn hier ist kaum ein Dorf. Es ist eine Grenze. Der Brenner ist eine Grenze und an dieser Grenze sammeln sich Menschen, sei es, weil sie zur Arbeit kommen, sei es, weil sie Dienst an der Grenze tun. Also, sie bleiben nicht. Die Leute, die hier wohnen, sind meistens entwurzelt. Es hat schon einige Bauern hier gegeben, aber der Großteil sind ja Eisenbahner, Finanzer, Karabinieren, Polizei. Und all diese Leute, die kommen an sich von weit her, mehr oder weniger aus ganz Italien, vor allem aus dem Süden Italiens und das gleiche auch auf österreichischer Seite. Für viele Leute ist auch dieser Ort ein Ort der Hoffnung. Wenn ich mit Leuten so tiefer ins Gespräch gekommen bin, bin ich draufgekommen, dass doch der eine oder andere in seinem Leben Schwierigkeiten gehabt hat. Und der Brenner ist wirklich der letzte Ort, wo sie noch bleiben können, der letzte Strand. Und dadurch, dass hier so viel Polizei ist, so ist das doch fast wie ein Polizeistaat. E poi novembre, poi dicembre, far l'amore, ma perché? Non potevo stare un solo giorno senza te. Yeah.
Früher lockten hier noch wegen der Kälte Extralohn und nach 20 Jahren die frühe Rente. Denn aus ganz Italien werden die Zöllner hier an der Grenze zusammengesteckt. Auf der anderen Seite trifft sich das Mittelmaß in Grau aus ganz Nordtirol. Und ausgerechnet hier wollten Italiens Ölbosse ein modernes Hotel aufmachen und schickten eine Münchner Nachtclub-Chefin in das Sibirien Italiens. Ja, wir sind damals zur Olympiade nach Rom gefahren, von München. Das erste Mal mit dem Auto, früher immer mit dem Zug. Das erste Mal mit dem Auto. Mein Mann und mein Sohn, mein Älterer, der war damals noch sehr klein. Und da musste er am Brenner halten, um die Benzinscheine und Geld wechseln und musste aussteigen. Aber das war für mich so schrecklich, der war so grausam, kalt. Ich habe gesagt, ich steige aus dem Auto gar nicht aus. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass man da leben kann, am Brenner. Ich bin nicht aus dem Auto ausgestiegen, es war so fürchterlich. Und dann war ich 12 Jahre, habe ich dort gelebt. Das Motel an der Tankstelle wurde für sie zur Goldgrube und die Großstadtfürsten zeigten dem Brenner Bergland, was deutsche Vita heißt. Ja, alles traf sich dann bei uns am Brenner, alles. Alle kamen zu uns ins Motel. Die Atmosphäre, das war alles mein Mann. Alle waren bei Renato, Renato, Renato. Mein Mann war wie so ein Vorbild für alle. Es war der Erste, der sich damals ein schickes Auto kaufte. Und gingen alle anderen kauften sich dann auch. Wenn man kaufte, wieder Maserati. Er hat auch damals zum Spielen angefangen. Er war oft in Garmisch beim Spielen. Und er nahm auch die Leute vom Brenner mit zum Spielen. Die Sonne ging um 2 oder 3 Uhr ging die Sonne unter. Es war kein schönes Café, nichts. Man konnte nichts sehen, nichts. Es war keine Eleganz, überhaupt nicht. Das war traurig. Und als ich wegfuhr, ich habe nur meine Sachen oben gelassen, ich sagte, die muss ich mir eines Tages holen, ich bin nicht mehr zurück. Ich habe nichts mehr abgeholt. Der Brenner war für mich nie eine Heimat, nie. Ein Magnet war der Brenner nie. Freiwillig geht niemand her, noch nicht einmal die Geweihten. Die Priester trifft dieses ständige Hin und Weg am stärksten. Sie sollen Gemeinschaft bilden, aber am Brenner lebt jeder nur auf Abruf. Improvisiertes Leben auf dem Außenposten. Die Angst ist mein ständiger Begleiter. Hier am Brenner sind nur 300 Leute, die ständig wohnen. Denn vor allem auch wegen der Kälte, weit weg auch von jeder kulturellen Veranstaltung und wegen der Grenze, will sich kaum jemand hier aufhalten. Geblieben sind praktisch nur mehr alte Leute. Mein Vorgänger war 18 Jahre hier und hat wirklich auch sehr segensreich gewirkt. Aber wie er wahrscheinlich gemerkt hat, dass ihm die Leute alle davonlaufen und diesen moralischen Druck, den er von außen gespürt hat, hat er einfach nicht mehr ertragen und ist dabei erkrankt. Thank you.
Nur wenige Kilometer weg und Aug in Aug mit der Autobahn hat sich Friedel, der pensionierte Streckenwächter, sein Nest gebaut. Das ist wie ein Igel. Das ist groß genug, gell? Ja, ja, so, ja. Wie Auge. So bin ich seit 1969, am 6. November, angetreten als Steinwächter. Auf die Felsen, dass sie nicht auf die Gleise runterfallen, Winter, Schneelawinen. Auch bei Wind oder Neuschnee die Bäume knicken und auf der Linie fallen und sowas. Da muss man den Zug aufhalten, wenn sowas passiert. So Knallkapseln legen und wie das halt vor sich geht und so einen Dienst versehen als Steinschlagwächter, sagt man da. Ich habe 7 Jahre gearbeitet oben. Das zu arbeiten ist in Ordnung gewesen, aber selber brennen gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, sind zu viele fremde Menschen oder zu wenig Einheimische oder etwas imponiert mir da nicht. Ich lebe als Rentner hier und da habe ich meine Ruhe und die Nachbarn weit weg. Jemand anders geht ja da gar nicht her, nicht alle. Die Zone ist ja ein bisschen steil und kein Autoweg ist zum Haus da und da möchte heute niemand mehr wohnen, der jugendlich ist oder modernisiert praktisch, wie man das sagen könnte, nicht? An der Grenze wohnen auch ihre Gegner. Die Südtiroler Schützen sind entwaffnet. Gewehr und Säbel hat man ihnen verboten. Was bleibt, sind Erinnerungen unterm Trachtenhut und großdeutsche Veteranenträume. Ja, der Brenner hat nie keine Grenze gehabt vor dem Ersten Weltkrieg. Die Grenze ist ja gestanden 1918. Im November, wie der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen ist, ne? Da ist der Italiener bis zum Brenner marschiert, ne? Und hat er dort die Grenze gemacht. Ne? Das war halt ein Pass hin und gut ist. Ne? Mit des Kaisers Kapitulation zerbricht die K&K-Monarchie. 1918 zu Allerheiligen kommen die Italiener und posieren als frische Sieger am Schlagbaum. Sie machen aus dem Pass die Grenze. Und aus Tirolern Italiener. Reiseführer empfehlen den Badegästen im nahen Brennerbad, von nun an Wanderungen am Brenner zu meiden. Die Berge sind militärisches Sperrgebiet. Die Brennergrenze bleibt ungeliebt. Aber nur wenig später beschwört Mussolini sie neu. Und die Gegner rücken auf den Plan. Großdeutschland nur bis zum Brenner. Die deutschsprachigen Südtiroler müssen draußen bleiben. Mussolini hat ihnen die Sprache verboten, am Brenner Wohnungen gebaut und Italiener vor die Nase gesetzt. Führerbesprechung an deutsch-italienischer Grenze. Dreimal treffen sich Hitler und Mussolini am Bahnsteig Nummer 7. Und viele Deutsch-Tiroler hoffen auf die Heimkehr ins Reich durch Hitler. Noch jubeln sie. Aber der braune Bruder aus dem Norden hat Mussolini Südtirol längst geschenkt. Keine 2 Jahre später ist der Duce gestürzt. Deutsche Lanzer eilen den Faschisten zu Hilfe, rücken in Italien ein. 1943 sind die ersten Gebirgsjäger im Brennrainer, ne? Tom. Italien besetzt, ne? Natürlich ja Südtirol mitgefallen. Ne? Und ich war in Stürzing in der Lehr, ich war 16 Jahre. Da bin ich von Hause gefahren gewesen, um 6 Uhr abends, da sind wir die ersten Gebirgsjäger der Gegend. Ne? Da ist aber mehr Schwung gekommen. Ne? Da sind so die Einheiten noch 3 alle einer, gerollt über den Brenner und über den Brenner runter und Richtung Bozen. Die Leute haben alle zugejubelt.
haben den deutschen Land, im deutschen Land so alles zugejubelt. Ne? Ja, weil wir gedacht haben, das werden wir erst. Ne? Wir haben mal gedacht, so, jetzt sind wir halt deutsch werden. Ne? Wir sind ja deutsche Menschen. Ne? Kaum 2 Jahre waren sie Deutsche, dann ist der Krieg aus. Und die Grenze bleibt, wo sie seit einem Vierteljahrhundert war, am Brenner. Und immer ist auch dritt und dritt worden und jetzt sind es 75 Jahre, wo wir unter einer fremden Herrschaft leben. Ne? Hat immer nach Krieg gehofft, dass wir wieder zu unserem Vaterland Österreich kommen. Ne? Und so weiter, ne? Wieder ein vereinigtes Tirol, ne? Wie das Volk haben will. Ne? Und unsere Rechte wollen wir mal haben, ne? Die uns zustehen. Ne? Wir haben schon eine Autonomie, aber natürlich das ist ja keine richtige Autonomie. Ne? Wie soll die richtig aussehen? Ein freies Volk. Ne? Ein freies Volk. Ne? Kandidaten für Stoff. Aber die Zöllner suchen neben Drogen auch Uhren und Billigoptik aus dem alten Ostblock. Dem Schmuggelgeschäft über den Brenner ging die Romantik futsch. Keine heimlichen Touren mehr im kalten Mondlicht über die Berge, den schweren Rucksack mit Schokolade, Zucker und Bananen aus Österreich gefüllt. Heute geht es banal, legal und lukrativ über die Autobahn. EG-subventioniertes Kilometergeld für Spediteure. Bis aus dem norddeutschen Schwein der echte Parmaschinken in unserem Laden geworden ist, hat die Sau die Grenze schon etliche Male hin und her passiert. Doch der Meier Adolf schlich noch die alten Schmuggelpfade. Also da drüben, Sattelberg, Steinalm, Zunterloch, da sind wir reiner mit dem Viech. Rinder, hauptsächlich Rindviech, Schafe und Ziegen, aber im geringen Ausmaß. Dann da drüben, Wechselalm, Sandjoch, da war es auch sehr gewerbig. Bis Anfang 60. Nach dem Krieg, die 50er Jahre hauptsächlich. Dann war vorbei. Da waren da die Sprengereien, so, die Grenze war alle besetzt. Dreifach. Da hat es aufgehört, war nichts mehr zu tun. Heute vielleicht kommen nur manche illegal über die Grenze. Sicherlich nichts mehr zu tun. Pause. Nein, das sieht man schon, wie sie umeinander laufen. Ja, sind sie noch rausgekommen, gell? Ja. Rausgekommen, sind sie. Schau, wie sie umeinander kriechen. Mit den weißen Hosen. Das wäre der Corinne sein. Wacht am Brenner. Die Deutsch-Tirolerin und die Welsch-Tirolerin auf ihrem Hochsitz mit der gesunden Einsicht. Die Schule voll da. Ja. Bei mir ist es eingegangen. Sie sind auch von Kindern gewesen, gell? Mal. Ja. 45, 50 Kinder. Und wow, heute sind noch 14 im Monat. Ist nicht mehr so wie einmal im Brenner. Nein. Ja, ich bin in Brenner geboren, vor 56 Jahren, und war in der Landwirtschaft tätig. Wir hatten einen Hof in Pacht, bis der Autobahnbau angefangen hat und da hat das Haus weichen müssen.
Und da haben sie das innerhalb zwei Tage haben sie das klein gemacht, nicht? Und dann hat sich das angeboten in der Gemeinde als Arbeiter und den Platz habe ich dann angenommen vor 25 Jahren ungefähr. Und seit dort arbeite ich am Brenner. Wenn die Arbeit nicht herauskommen wäre, hätte ich ja praktisch weggehen müssen, nicht? Aber dadurch, ich bin sehr gerne am Brenner geblieben. Gesundheit, Frau. Zum Wohl. Ja. Nein, danke. Ich bin 1958 als Kellnerin gekommen nach Brenner, war 7 Jahre Kellnerin und nachher habe ich geheiratet. Da ist er mir auf dem Fahrradl begegnet und da haben wir uns ein paar Mal gesehen. Er ist nachher dorthin gekommen, in diese Bar und da haben wir uns getroffen und haben eine Bekanntschaft. 7 Jahre, nein, nicht ganz 7 Jahre, 6 Jahre. Und dann haben wir geheiratet. Liebe am Brenner, ja. Erste Liebe. Erste Liebe, ja. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit. Im Italienfieber der deutschen Wunderkinder boomt der Brenner endlich zum Eldorado. Salami, Mortadella und Flauschpullover kiloweise, denn jeder VW-Käfer muss hier durch. Da hat uns unsere Chefin geschickt, die Chianti-Flaschen verkaufen. Bei der Grenze, da ist alles stehen geblieben und da hat man halt die Gelegenheit ausgenutzt. Da waren wir vom Auto zu Auto und haben mir da diese Flaschen angeboten. Ja. Sie schliefen sogar auf Reissäcken im Chianti-Lager, haben kein Geschäft verpasst. Die Nacht, um 11, 12 Uhr die Nacht, da ist ganz gleich gewesen. Da haben sie alle weil gekannt einkaufen, bei Gewissen. Die sind Tag und Nacht für die Kunden bereit gewesen. Danke vielmals. Ja. Im Schuhkarton brachten die das Geld auf die Bank. Ja, das habe ich selber gesehen. Die hatten überhaupt nur Geld und sonst nichts. Die kommen schon ab und zu nach Bozen und so, kaufen furchtbar viel ein, Kleider und Schuhe und alles Mögliche, was man dann am Brenner niemals anziehen kann. Die wussten gar nicht, wie man leben sollte. Die Hotelfürsten haben den Brenner im Stich gelassen, als ihnen die Autobahn die Gäste nahm. Bozen wurde ihnen zum feinen Exil. Die Millionäre vom Brenner haben längst ihr Geld weiter südlich vergraben, an Adria und Gardasee große Hotels und Läden gebaut. Auch der Strickwaren-Edi lässt seine Wohnung hier leer stehen und genießt am Abend seinen Luxus mit Pferden, eigenem Schwimmbad und Olivenhain. Früher war ich Marktfahrer. Ich habe den Brenner eigentlich schon gekannt. Ich habe ihn eigentlich schon gekannt, schon von den früheren Jahren, nicht von den hoch 50er Jahren. Nicht? Habe ich den schon gekannt so und deswegen hat man auch gewusst, dass man da vielleicht her müsste mal fix sein, dass man mal sich da ansässig werden sollte. Nicht? Und das hat ganz gut geklappt. Stimmt's, dass Sie eine Handvoll Läden haben? Ach, ich habe schon ein paar dazu. Noch, aber das fällt nicht so ins Gewicht. Mein Traum ist geschäftlich. Ich bin zufrieden jedenfalls. Ja. Und jetzt geht uns ganz gut. Die Familie ist auch zufrieden und eine Menge Personal und es klappt ganz gut. Und was wird, wenn der Beitritt Österreichs zum Europa des Geldes vollbracht ist? Gehen dann am Brenner die Lichter aus?
Ab 6 Uhr am Abend sind die paar Brennerleute wieder unter sich. Die Jungen aber flitzen schon mal schnell 70 Kilometer zur Spielbank nach Seefeld. Die anderen pendeln zwischen den drei offenen Bars hin und her. In den goldenen Zeiten war das dort oben ein heißes Pflaster. Da lockten Tanz und Highlife in der Post und im Hotel Agip massenhaft Frauen aus Innsbruck in die Männerfestung. Ich hatte ein Mädchen, die hat 6 oder 7 Kinder bekommen. Verschiedene Männer. Ich glaube, es gab überhaupt nicht viele Frauen. Es gab wenige. Es gab fast nur Männer am Brenner. Jede hat einen Mann gefunden, jede. Jede. War ziemlich ein lockeres Leben da oben. Ich war ganz erstaunt, wie ich damals von Rom kam. So, was ist das? Ist das vielleicht die Luft? Oder? Na, es war vielleicht, weil es so viele Männer gab und so wenig Frauen. Weihnachtsfeier in der Kaserne mit Damen. Doch die meisten lassen Frau und Kinder zu Hause, weit weg in heißer Sizilien oder Kalabrien. Gianluca hatte eben geheiratet, schon war er zum Brenner versetzt. 2 Jahre ist er hier und hat seine Frau seither nur 6-mal gesehen. Männerüberschuss. Kaputte Gefühle. Einige sollen ja auch was ausgefressen haben, an den Brenner geflohen sein. Brenner da! Alt! Alt! Die paar Kinder hier sagen oft Papa gleich zu mehreren Vätern. Sein Spielplatz ist die Bahnhofsbar. Die Mutter von Roberto arbeitet tags bei der Eisenbahn. Seine Freunde sind erwachsene Männer. Wenn er groß ist, will er Polizist werden, in Mailand oder am Brenner. Du erinnerst dich, vor 30 Jahren, da liefen über die alten Schmuggelpfade nicht Kühe, sondern Waffen und Dynamit. Die Losung hieß Freiheit für Südtirol. Strommasten flogen in die Luft und hier sogar eine Kaserne. Damals wurde Brenner zur Festung ausgebaut. Und die Soldaten verschanzten sich hinter den Zäunen. Heute ist oben auf den Schmuggelpfaden wieder Hochbetrieb. Menschenhandel statt Warenhandel. Für einen Trip über die Berge müssen Grenzgänger ohne Visum oft 1000 Mark Kopfgeld löhnen. Und Herr Fili samt Kollegen halten auf beiden Seiten ihre Grenze. Ja, mein Beruf ist Zollwachebeamter. Ich bin beim Zoll. Nebenbei mache ich das. Also das Geschäft hier, das ist, geht auf meine Frau. Und ich helfe ihr. Rocky, geh. Am Brenner, also Griesberg oder Sattelberg, ist egal wo. Da sind richtige Trampelpfade schon, wo die Illegalen hin und her marschieren. Halt Zollwache, halt Zollwache, voran! Je nachdem, wenn irgendwo wieder eine Krise ist, dann können irrsinnig viele sein. Vielleicht 100 kommen und 50 werden erwischt, ungefähr so. Der letzte war erst vor ein paar Tagen da oben am Griesberg, aber das registriert man schon gar nicht mehr. Das sind so viele. Die echten Illegalen werfen im Wald noch schnell das Fluchtgepäck weg, verkleiden sich. Nur nicht gleich hinter der Grenze als Freiwild im kalten Europa erkannt werden. Der Weg über die Berge ist riskant. Mancher stürzt ins Tal oder erfriert am Fels. Als Friedel mal wieder seine Ziegen am Berg suchte, machte er seinen grausigen Fund. Dann sehe ich eine Windjacke im Wald liegen. Dann können wir mal schauen, ob nicht Holzarbeit oder eine Motorsäge versteckt hat oder vergessen oder verloren, nicht mehr gefunden. Und dann, wie näher kommen, sehe ich so eine runde Kugel. Dann denke ich mir, was ist denn das? Dann bin ich ein bisschen drunter hingegangen. Dann sehe ich eine
so die Aushöhlung von einem Totenkopf. Dann denke ich mir, ist das möglich, dass das ein Totenkopf sein kann? Dann bin ich näher hingegangen und dann sage ich, ja. Habe ich schon einen kleinen Schock gekriegt, nicht? Dann habe ich gesehen, dass da der Rest vom Körper ist. Der Jugoslawe, der muss schon mindestens 2 Jahre gelegen sein. Und nachher ist der Mann mit der Polizei auch und die haben sie 2 Taschen reingetan und hatten so getragen, nicht? In 2 Taschen reingesteckt und hatten mit 2 Taschen so getragen, nicht? Weil nichts mehr übrig ist gewesen. Einmal Knochen und halt die Kleider. In der ersten Zeit habe ich das nicht gewusst, dass diese Leute illegal sein wollen. Habe sie oft einmal aufgelesen und habe begonnen, ihnen zu helfen. Leider war mir das dann auch zum Verhängnis, denn auch noch eine Familie, die mit mir da geholfen hat, die ist angeklagt worden wegen Menschenschmuggel. Und mir ist persönlich gesagt worden, auch vom Kommissär, wenn ich noch einmal solche Leute aufnehme, dann verklagt er mich und wird alles tun, dass ich den Brenner innerhalb von 24 Stunden verlassen muss. Ich möchte einfach sagen, der Brenner ist der Ort, wo Jagd gemacht wird auf Menschen. Sollte Österreich einmal zur EG hinzukommen, dann braucht es diese Grenze nicht mehr. Von dem Augenblick wird der Brenner zu einer Geisterstadt. Viele alte, verlassene Häuser sind bereits da. Und wenn dann auch nicht mehr die Beamten da sind, dann ist der Brenner ein Ort, wo wahrscheinlich Vögel und andere Tiere in den alten Gemäuern sich einnisten werden, aber sicher nicht Familien einziehen werden, um da zu wohnen.